Eine Tür. Jetzt können wir uns... Yep, yeah. Einfach so die Ecken wegdenken. Cool. Ja, sehr geil. Mal darüber? Ja. Wieder zurück. Oder wir machen den hier. Und dann machen wir den. Na, den, ne? Und dann? Na, das glaubt war zu hoch. Ja, das glaube ich war zu hoch. So, was? Yeah! Around the corner ist geschafft. Steckt fest. Alter. Was ist das? De A. De A. Nee, de unterstrich A unterstrich R unterstrich C unterstrich A unterstrich D unterstrich E. Ah. Die Farbe ändert sich. Autographic, das erste Level. Ein Automat umgeschmissen, was ist hier passiert? Eine Tür, Exit, offen. Kaputte Automaten. Und? The Cube. Andere Musik. Wow. Was bist denn du denn? Jetzt ist wahrscheinlich wieder das... Genau. Was auch in dieser Treppe war und er bewegt sich. Und jetzt... Yeah. Das war genauso das wie mit der Treppe. Dieser komische Block. The Pillar. Das erinnert mich schon ein bisschen so an Tron Legacy, wer den Film kennt. Compressions Artifacts. Da waren Population Chamber. Was ist hier mit den Leveln los? Haben wir hier nicht schon? Ganz bekannte Namen von vorhin. Oh yeah. Nein. Nein! Oh, oh yeah. Geschafft. Kommen jetzt noch bewegende Teile dazu. Ja, ist gut. So. Also mit einer Zeit, dann merkt man schon, wie man so die Ecken schnell überbrücken kann und alles. So, jetzt bewegt sich das hier aber. Oh. Springen ganz schnell rüber. Ja. Doch, da ist was dazugekommen. Vorhin war da, wo sich es bewegt. Jetzt hat, ich sag mal, hier so, war so eine Wand. Und jetzt ist es nicht mehr, weil wir mussten hier, wo ich das geglaubt habe, dass man hier nicht durchkommt, wenn man größer ist. Eben, es ist dasselbe Level, nur ein bisschen mutiert, glaube ich. Population Chamber. Das war doch vorher Isolation Chamber, oder? Boah, fett. Die Decke bewegt sich. Ah, wie beim Würfel, okay. Die Decke bewegt sich. Das hier bewegt sich auch. Das, warum bewegt sich das? Nee. So, also. Da ist die Wand im Weg. Kann man jetzt eigentlich hochspringen? Yeah. Yeah. Okay. So weiter. Zu weit. Auch nur kaputte Automaten. Power Reserves. Was ist hier kaputt gegangen? Und geschafft. Was ist hier? Ganz komisch aufgestellte Automaten. Ventilation Room. Boah. Übel. Was
denn hier? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Und weg. Das ist schon wieder so ein Block. Wow, das war jetzt ein bisschen laggy, aber okay. Coole Sache, coole Sache. Und jetzt? Super Octagon. Super Octagon. Octagon. Achso, Super Octagon. Boah. The fuck. Können wir wieder an die... Ja, wir können wieder an die Decke springen. Können wir da wieder raus? Bitte, 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 bitte. Yeah. Nein, nicht bewegen. Wir müssen jetzt in dieses Loch. Oje, nee, nee. Yeah. Aber wir müssen immer enger hin, immer enger. Noch ein bisschen enger. Also, das Gefühl. Yeah, jetzt aber. Yeah. Und? Und weiter. Falsche Richtung, oder? Nee, falsche Seite. Nein, nein, scheiße. Da kommen wir ja nicht durch. Falsche Seite und zurück. Boah, jetzt hat er mich zerdrückt. Was bist du für ein Freund? Boah, 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 boah. Nein! Oh, scheiße. Nee, das wird nix. Oh, nee. Verdammt. Yeah. 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 Geht doch. Was kommt jetzt? The Machine. Aber es kommt auch so... Boah. Alles bewegt sich hier. Es kommt aber auch so vor, als ob man im Inneren irgendwie diese Automaten hineingehen würde. Kommt mir jedenfalls so vor. Hä? Was sollen wir da tun? Ah, okay. Jetzt darüber, oder was? Yeah. Like up. Bro. Und jetzt darüber. Und jetzt auf dem. Jetzt packt es mich langsam, sodass es richtig geil wird. Also übel geil. Und jetzt kommt das wahrscheinlich hier ins Spiel. Nee. Nee, nee. Nee. Yeah, yeah, yeah. Verstehe, verstehe. Oh. Und runter. Folgen, 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 folgen. Das hier wegdenken. Yeah. Und einfach drüber springen. Oh yeah. Und jetzt auf den. Auf... Nee, noch ein bisschen größer machen. Nee, lass meinen Arm in Ruhe. Yeah. Boah. Wieso? Ah. Boah, war das jetzt tricky. Aber ehrlich. Kommen wir jetzt in den nächsten Raum. Perspective. All Client 2012 DigiPen USA Corporation All Rights Reserved. Können wir jetzt weiter? Nee. Developers und die ganzen Namen könnt ihr mal durchlesen. Wow. Da geht's runter. Da geht's ziemlich weit runter. With help from. DigiPen Institute of Technology. Special thanks. Onkel Game Redmond. Nice. Thanks for playing. Ja, danke schön fürs Programmieren. Können wir jetzt weiter?
ein bisschen weiter? Nein? Okay, okay. Nein? Warum ist jetzt Ende so oder kann man hier noch irgendwas weitermachen? Die Gravitation greift überall, das ist auch der Hammer. Nee. Jetzt weiter? Das kann doch nicht sein, dass sie uns so das Spiel einfach stehen lassen, oder? Ist das möglich? Rausgehen? Resume game, quit the game. Also, Leute. Das war jetzt quasi das Ende, okay. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch geholfen, wenn ihr mal nicht weitergekommen seid. Viel Spaß beim Nachspielen. Also es lohnt sich wirklich. Das Spiel ist richtig geil und weil es kostenlos ist, umso mehr. Ich würde jedem empfehlen, ladet euch das mal, spielt es einmal durch. Ihr müsst es ja nicht behalten, ihr könnt es dann wieder löschen. Aber das Spielerlebnis ist schon richtig geil, muss ich sagen. Also, ich hoffe, ihr habt das Gameplay von Black Ops 2 gesehen und schreibt doch mal, wie es euch gefallen hat und auch, wie auch Perspective euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Quit the game, yeah. Wow, mein Bildschirm. Lol, wir sind immer noch im Spiel. Geil, mein Monitor. Minecraft, wow. Okay, wir sind noch nicht am Ende. Jetzt müssen wir zu diesem Symbol gehen. Eddie Peters. Laura Borgen. Logan Feed. Jason Meisel. Ariel Gitomer. Pohung Chen. The Quigless. Season Rally. Und nun sind wir das Figürchen. Und wieder anfangen. DigiPen Institute of Technology. Weiter scheint's. Okay, wir sind wieder im Hauptmenü. Nice. Schönes Ende auf jeden Fall. Ja, jeder, der es spielen will, ich empfehle es euch. Nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich fasse mich jetzt kurz, weil ich das alles schon gemacht habe. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.